Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Mario Wonders. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Mario Wonders. Ja, beim letzten Mal hatten wir noch mal interessanten Ruinenspaß vor uns. Und heute wollen wir den Poplins, die in der Not sind, retten. Das Level heißt ja sogar Poplins in Not. Und ja. Mal gespannt, was auf uns wartet. Nee, keine Ladesequenz. Hier kommt jemand, um euch zu retten. Ich bin Slime. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Das hier wirkt mir zu einfach. Das wirkt mir viel zu einfach. Was? Toll, wir sind gerettet! Wir haben noch einen Königsamen für dich gesucht, Prinz Florian. Schließlich wollen wir auch helfen. Wir haben einen gefunden. Er soll euch helfen, diesen Kerl loszuwerden, der uns nichts als Unheil bringt. Oh, ihr seid so tief in die Mine hinabgestiegen, nur um mir zu helfen? Ich bin so dankbar, dass ihr einen für uns gefunden habt. Dann nehme ich gerne an. Nee, 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 nee. Hier stimmt was nicht. Hier stimmt was nicht. Ich rieche den Braten. Also gut, alle miteinander, gehen wir nach Hause. Und so bewahrten Mario und Prinz Florian alle in der Vogelmine vor einem schrecklichen Schicksal. Nun, da sie den fünften Königssamen in der Hand halten, gibt es nur noch einen, der ihnen fehlt. Dieser letzte Königssamen soll zwischen den Lavatümpeln der Magmatiefen zu finden sein. Viel Glück, Prinz Florian, und viel Glück, Mario. Ihr müsst euch diese Herausforderung stellen. Hätte das Blumenkönigreich und die ganze Welt vor Bowsers finsteren Machten schafften, beziehungsweise vor seinen finsteren Plänen. Ich glaub dem Ronz nicht. Also zuerst, ich habe alle Wundersamen. Ja. Aber hier fehlt doch noch was. Gut, dann kämen wir mal zu den Blüteninseln zurück. Dann geht es steil nach oben, also knackt es vielleicht in deinen Ohren. Das war viel zu einfach. Da war diesmal gar kein Bosskampf. Das stimmt doch was nicht. Die Poplins in der Mine haben uns wirklich geholfen. Wie nett von ihnen. Doch wir können jetzt nicht aufhören. Wärmen wir uns, damit wir bald den nächsten Königssamen finden. Also erstens, der da will was von uns. Hallo, dieser gemeine Kerl ist ja so bedrohlich. Du darfst ihn nicht davonkommen lassen, Prinz Florian. Ach ja, und statt eines guten Fangs habe ich diese Flasche mit einer Nachricht aus dem Wasser gefischt. Da steht, fern am Himmel sollst du sie finden, die Spezialwelt. Wenn ich jetzt noch wüsste, was das bedeuten soll. Dass ich die Fungimi nochmal absuche nach dem Weg zur Spezialwelt. Ich könnte ja mit dem freundlichen Poplin nochmal reden. Diesmal ist er ja da. Danke, ich danke dir, du hast alle gerettet. Das viele Abzeichen so nützlich, wie ich gehofft hatte? Nicht vergessen, dieses Abzeichen funktioniert auch in anderen Welten.
was meine Kollegen angeht, die sind alle Zeug in die Mine gegangen. Aber ich habe ihnen gesagt, dass sie nicht zu tief hineingehen sollen. Also sollte alles in Ordnung sein, hoffe ich. Ich glaube, ich gehe nochmal in diese Mine rein. Das ist der Clou. So, machen Sie diesmal den Weg da frei? Ja, diesmal ist der Weg da frei. Ah. Prima, endlich können wir hier raus. Tja, das hier ist trotzdem eine ziemlich gute Mine. Also kommen wir manchmal doch wieder zurück. Ihr macht ja wohl Witze. Habt ihr denn überhaupt nichts gelernt? Wie oft muss ich euch noch sagen, wie gefährlich es hier ist? Zeit nach Hause zu gehen, und zwar sofort. Ihnen gefällt die Arbeit in der Mine wohl sehr gut, aber allmählich wird es albern. Tut mir leid, dass das schon wieder passiert ist. Na guck mal, diesmal habe ich einen anderen Ausgang und das führt bestimmt in die Spezialwelt. Ich dachte mir schon, da ist doch noch eine Wand. So viel fehlt uns aber nicht mehr, ne? Mir gefällt da was im Beat nicht. Ja, hallo. Ich kassiere einfach mal einen Treffer. Aua. Aua. So, ich hab's geschafft, ohne die beiden mitzunehmen. Puh, das war knapp. Ich sehe eine Röhre und habe das Verlangen, da reinzuhüpfen. Okay, jetzt beginnt wahrscheinlich erst der Spaß. Ach, meine Lieblingsmelodie. Die ganz bestimmt keine posttraumatische Belastungsstörung auslöst. Oh nee. Jetzt wird der Gang auch noch eng. Ich habe die Kacke berührt. Okay, ich bin wieder hier. Ich habe den Samen. Alter, ich habe so viele Versuche gebraucht, um da jetzt nochmal hinzukommen. Ich habe mir sogar diesen Superpilz-Bonus gegönnt, damit er einfach einen Schlag mehr aushält, weil auf dem Level ist halt kein einziges Power-Up. Ciao. Ja, damit fehlt aber auch nur noch ein Speziallevel, ne? Und in der ersten Welt haben wir halt noch nicht alle Samen. Da muss irgendwo noch was versteckt sein. Gehen wir uns doch mal wieder ein paar Aufsteller. Ich gehe mal, bis wir 500 haben, mal die ganz normalen. Die random Dinger. Ich würde sagen, die meisten fehlen beim gelben Yoshi. Da gebe ich jetzt aus, wenn ich 200 habe. Oder besser gesagt, machen wir einfach die Liste jetzt voll. Dann gönne ich mir. Ich wollte mir noch zwei von Peach gönnen. Ja, da wusste ich, dass auch nur noch zwei fehlen. Ja, haben damit drei Leute da jetzt fertig mit den Ausstellern.
Der Piratensprung ist nach wie vor mein Lieblingsabzeichen. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass es nicht so viele Power-Ups in diesem Spiel gibt. So, dann fehlt uns ja eigentlich nur noch die Lava-Welt, ne? Dann machen wir als nächstes im Garten der Piranha. Okay, das Ding da unten, das sehe ich. Ich überlege gerade nur, wie ich rankomme. Da hinten ist ja jemand. Ja, und so fleißig. Danke. Ich irgendein Power-Up wahrscheinlich, womit ich auf denen laufen kann. Das hier ist die erste Münze. Das heißt, die da vorne ist tatsächlich entweder die zweite oder die erste. Die dritte meine ich. So, ich drücke mal das hier ganz nach unten. Okay, war nur mal gratis eins abzukommen. Ah, so komme ich dran. War das so richtig? Das fühlt sich nicht richtig an. Oh, ein Mumpf. Oh. Er macht eine Verwandlung durch. Ich sehe Bowsers Gesicht einfach im Hintergrund. Ja. Egal. Es macht jetzt irgendwas. Okay, ich kann das nicht bewegen. Der Hintergrund bewegt sich auch. My bitch! Was hast du denn für ein Ultra-Atem? Okay, den Wundersamen habe ich. Aber ich habe die dritte Münze nirgendwo gesehen. Oh, no. Genial. Vielleicht soll ich mir hier nach links den Weg frei machen.
Ja, guck mal, hier ist doch noch die Münze. Ich habe vergessen, dass man sich in dem Spiel auch im Ducken bewegen kann. Ich habe dafür jetzt furchtbar lang gebraucht. Weil ich erstmal alles abgesucht habe nach der Münze. Ich würde sagen, die Arena nehmen wir noch mit. Ist hier auch was? Nee. Blumenarena. Ich habe mir hier jetzt mal den Turbo tatsächlich gegeben. Ich würde sagen, Elefant und das andere nehmen wir mit. Und fangen mit Elefant sogar an. Den Turbo merkt man unter Wasser nicht. Gerne noch ein Powerblock. Irgendwo einen übersehen? Ich habe hier direkt am Anfang einen übersehen. Das könnte mir teuer zu stehen kommen. So, mit Stampfattacken konnte ich die instant umnieten. Ich hoffe mal, ich war schnell genug. Nein, muss nochmal. Okay, Leute, diesmal war ich wesentlich schneller. Bei den Mampfern hat sich die Seifenblase als nützlich erwiesen. Ja gut, ne? Hier haben wir dann jetzt nur noch ein Level für uns. Nämlich das in die Lava-Welt. Ich würde einfach sagen, da es eh nur ein Rennen ist, sollten wir den Wegler-Rennsprint eventuell noch machen. Da packe ich mir auch das Turbo-Ding drauf. Obwohl, der Jet-Antrieb ist hier, glaube ich, sogar noch mal besser. So, wir müssen ja ein Rennen machen. Ja, der Jetantrieb ist hier bei sehr nützlich. Und wir werden auch dauerndurchgehend angefeuert. Ich hätte die Dinge auch mitnehmen können, ne? Also wir haben so einen riesen Vorsprung.
51 Sekunden. Danke sehr. War das der letzte Samen von hier? Ich habe tatsächlich da was freigeschaltet. Wir haben es geschafft, wir haben das Rennen gewonnen. Und anlässlich des Sieges hat uns Wickler sogar einen Wundersamen überlassen. So werden aus Rivalen Freunde. Rennen sind schon etwas Tolles. Führt das in die Spezialwelt? Ja, das führt in die Spezialwelt. Dann haben wir da ja auch nochmal was vor uns. Ja gut, Leute, ne? Ich würde aber sagen, hier war es das dann jetzt für heute. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Beim nächsten Mal starten wir dann mit der Spezialwelt und der Lava-Welt. Den letzten Daten. Und bis dahin sage ich mal ciao und bis dann. Abo und ein Like natürlich nicht vergessen, ne?